Hey, ja, wir sind Sebastian und Marlene. Und wir wollen heute mal mit euch teilen, was wir eigentlich auf dieser Reise machen. Also erstens, wir studieren. Also wir haben bei IGW, das ist ein Schweizer Institut, da haben wir jetzt ein Theologiestudium angefangen am 1. März. Und da studieren wir das Alte Testament. Das ist ein Fernstudium und deswegen können wir halt auch gleichzeitig die Welt bereisen sozusagen. Und es macht Spaß. Ja, zweitens bereisen wir eben Europa. Wir wollen verschiedene Länder anschauen und vor allem Plätze in der Natur finden. Drittens wollen wir Menschen begegnen, Menschen kennenlernen, Einheimische genauso wie Reisende. Wir wollen Spaß haben, gute Gespräche führen und wir wollen einfach unseren Glauben erzählen und was uns dabei so wichtig ist und das teilen. Ja, viertens, wir wollen selber eigentlich speziell in der Zeit jetzt Gott fragen für unsere Zukunft, wie es weitergeht ab Herbst, konkrete Schritte und haben da viel Zeit dafür. Und wie schaut das Ganze im Detail aus? Also unsere Route ist mal nach Süden runter. Wir sind jetzt gerade unterwegs nach Griechenland und wollen aber, das ist einmal geplant, nach Nordeuropa dann noch hinauf. Genau, die Dauer 3,5 Monate. Wir wissen nur, 1. September müssen wir wieder in Innsbruck sein. Das ist unsere Deadline und so viel Zeit haben wir. Und das Ganze machen wir mit unserem VW-Bus. Den habt ihr jetzt eh schon öfter gesehen in unseren Videos. VW-Bus T4 und wir haben ihn sehr lieb. Und wir werden noch viele Kilometer mit ihm zurücklegen, hoffentlich. Genau. Warum machen wir eigentlich diese Videos mit Biberblog? Erstens, damit unsere Familie und unsere Freunde unsere Reise mitverfolgen können und da können wir das einfach teilen und das ist schön. Genau, zweitens, ich liebe es total Videos zu schneiden, habe endlich wieder einen guten Computer, wo das wieder funktioniert und tue das einfach total gern rumprobieren, basteln, Sachen experimentieren und ich hoffe, euch gefallen die Videos. Ja, und einfach auch aus dem Grund, weil man vielleicht eine Inspiration sein können für den einen oder anderen, wie so eine Reise halt ausschauen kann mit dem Bus und wo es schöne Plätze gibt. Wir versuchen einmal in der Woche ein Video zu posten, klappt nicht immer ganz genau, aber so ungefähr, kommt davon, wann wir Wi-Fi haben, um das online zu stellen. Wir hoffen, euch gefällt es, euch macht es Spaß und wir freuen uns total, wenn wir was von euch hören. Und der Klassiker, was in jedem YouTube-Channel kommt. Ihr dürft den Channel gern abonnieren und beim Abo danach gleich auf das Benachrichtigungen einschalten, wie schon 23 Leute vor euch es gekriegt haben. Also es ist schon ein ziemlich großer Channel. Dann bekommt ihr immer als Erster die neuen Videos. Ja, wir hoffen, euch taugt. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dann, ciao.